Hi. Bin wieder im Wald. Heute mal ein bisschen früher Feierabend. Trotz Weihnachtszeit und LKW-Fahrerstress. Oh, muss man das mal ausnutzen. Beef Jerky, selbst gemacht. Dann werde ich das ausnutzen und dann gehe ich mal in den Wald. Koch mir da was Leckeres. Jetzt muss man gerade gucken, was wir eigentlich heute für ein genaues Datum haben. Ich meine der 11., oder? Der 11. 11. Dezember 2013. 11, 12, 13. Ja. Und wir haben 12 Grad bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 25%. Gemütlich. Ich sehe mich schon wieder an Heiligabend mit dem T-Shirt rumlaufen. Letztes Jahr war das so bescheuert. Naja, gut. Also, ich nutze mal die Zeit aus, dass ich ein bisschen frei habe. Früher frei habe als sonst. Und hätte mir was Leckeres zu essen. Und dazu nehme ich hier so ein Brennpastenstöfchen. Und aufmachen. Das sollte nicht passieren. Lege ich hier hin. Und wenn ich mir was zu essen mache, zeige ich euch ein Messer, das wohl der eine oder andere vielleicht kennt. Das ist das PLSK1 von Dave Canterbury. Ein Becher von einem Messer. Das kam mit so einer Kydex oder Hybridscheide, also Kydex und Leder. Sehr schöne Arbeit. Wenn das Messer hier einrastet, es fällt nicht raus. Zur Sicherheit haben sie hier nochmal so ein, wie sagen die, Retention System. Ich denke mal, das war so eine Art Rückhaltemechanismus. Damit kriegt man es wirklich nicht raus. Und ich habe es mit aller Gewalt schon versucht, es geht nicht raus. Was allerdings bei dem, was mich ein bisschen geärgert hat, war bei dem Feuerstahl, obwohl früher oder später passiert das immer. Ist der raus hier aus dem, wie soll man sagen, aus dem Griff rauskam. Aber mit ein bisschen Epoxy-Kleber geht das schon. So. Sozusagen. Ich habe diese Brennpaste noch nie benutzt. Scheint nicht so zu funktionieren, wie ich das gern hätte. Also nehmen wir ein Feuerzeug. Ja, doch, hat funktioniert, nur es brennt halt unsichtbar. Ja, also wie man gesehen hat, das Messer und der Zündstahl, die arbeiten schon ganz ordentlich miteinander. Ich zeig's nochmal. Ist nicht schlecht, nicht schlecht. So, dann habe ich hier mein aktuelles Kochset, wie ich das nenne, das ist von Primus und Dave Canterbury's Pathfinder Scout Bottle, wie er sie nennt. Das Primus, der Primus Koch, das Kochset kam mit dieser Nylon-Tasche daher. Und das hier ist jetzt Pathfinder Packstove, wie Dave Canterbury das nennt. Na, ich will nochmal besser ausmachen.
enthält Ethanol. Aha. Ja. Ein Stück Holz draufgefallen. Das wollen wir nicht drauf haben. So, dann machen wir es wieder an, das Feuerchen, ne? Also, das Messer hat bei Dave Canterbury auf der Webseite $300 gekostet. Ich weiß jetzt nicht, wann er ist, in Euro denke ich mal so 280 Euro etwa. Ich kann es nur schätzen. Ich kenne auch den aktuellen Tageskurs nicht so wirklich. Musste das auf dem Hauptzollamt in Bonn abholen. Das ist zuständig für Troisdorf. Und hat mich dann auf den Arsch gesetzt, wie viel Gebühren ich noch zahlen musste. Einfuhrsteuer, Eurosteuer. Und das waren, man zahlt nicht nur fürs Messer, man zahlt übrigens auch Steuern auf die, man zahlt Steuern auf die Postgebühren. Ja, da, ich habe mich gesagt, warum zahle ich denn für Postgebühren auch nochmal Steuer? Das ist doch eine Dienstleistung erbracht worden. Oh. Also, wenn ihr euch was in Amerika bestellt, macht euch gefasst, die ziehen euch die Hose aus. So, das ist meine Pathfinder School Scout Bottle. Die hat übrigens damals so um die 50 Euro gekostet. Mit dem Becher und dem Packstoff. Und dazu gab es noch eine Grillauflage dazu. War so ein Promo-Offer. So. Das ist übrigens mein Primus-Kochtopf. Der hat eine Füllhöhe oder Füllmenge von 0,7 Liter. Ich persönlich finde das nicht schlecht. Und hat mit Deckel. Den Deckel habe ich auch dabei, natürlich. Wie könnte ich den vergessen? Der auch als Bratpfanne oder Pfännchen benutzt werden kann. Für 20 Euro. Und das ist eloxiertes Alu. Und sehr stabil eigentlich. Ich bin sehr zufrieden damit. So, muss ich mal hier ein bisschen Wasser heiß machen. Weil es soll auch noch ein Tässchen Kaffee geben. Ich sag mal, wenn man sich das so anguckt hier, diese Pathfinder Bottle und das Messer und so, und ich hole mal was für euch raus. Nur mal so zum Vergleich. Ach übrigens, bei diesem Messer, das war auch ein Promo-Angebot, da war ein 30 Liter Dryback. Man konnte sich das aussuchen, ob man den kleinen, mittleren oder den großen haben wollte. Ich habe natürlich den großen gewählt, selbstverständlich. Und wer eins meiner alten Videos kennt, meine älteren Videos kennt, der weiß, dass ich eine Wolldecke von der serbischen Armee habe, die ist aus gewalkter Schurwolle und die ist wirklich groß und schwer. Und zusammengerollt passt die genau in den 30 Liter Sack. Und der lässt sich dann hier, wie ich das jetzt auch mal gezeigt habe, mit meinem mit dem Mora-Messer, der lässt sich dann ganz prima hier einhaken. Der baumelt zwar ein bisschen, aber ist egal, weil in so einem Assault 2 Pack ist nicht wirklich viel Platz drin. Aber ich bin zufrieden und kann damit ja die Sachen für so, sag mal, so einen kurzen Trip mitnehmen. Ansonsten habe ich für längere Trips den BW-Kampfrucksack. Da machen wir einen Deckel drauf. Na, das ist ein
will wohl kippen, glaube ich. Und das wollen wir nicht. Mache ich eigentlich ganz ungern, weil ich finde, eine Messerspitze gehört nicht irgendwo reingerammt. Aber in dem Fall, das Messer, das ist dermaßen dick. Also, ich werde doch gleich mal nachmessen. Ich habe nämlich meine Schieblehre dabei. Das wiegt übrigens mit der Scheide über 500 Gramm, das heißt ein Pfund oder ein halbes Kilo. Ich den Deckel so drauf, ne, mal richtig drauf, genau. So. Mit dieser Pathfinder Scout Bottle kam mir auch dieser Becher, den habe ich mit Ofenrohrlack lackiert, um Rückstände, die haben wir beim Holzbrennen, davon fernzuhalten, weil die machen das sonst zu klebrig. Ihr werdet das kennen. Und das sauber zu machen ist echt eklig. Durch diese Lackierung. Also ich benutze zum Saubermachen von meinem Kochzeug, wenn es ja durch die Rückstände, die beim Verbrennen vom Holz entstehen, da benutze ich einmal Stahlwolle und auf die Stahlwolle gebe ich ein bisschen was von Handwaschpaste und das funktioniert so eigentlich ganz gut. Und dann kriegt das eigentlich immer relativ sauber. Und die Buschkläfter wissen, was das eine scheiß Arbeit ist, die Dinger wieder einigermaßen sauber zu kriegen. Aber ich fand das so in Ordnung und ich komme damit ganz gut klar. Ja, so. Was wollte ich denn jetzt machen? Ah ja. Das hier ist ein Filmdöschen. Da ist mein Kaffeepulver drin gemischt mit einem Cappuccino-Pulver mit Karamellgeschmack und da sind ein paar Süßstofftabletten mit dabei. Ich habe das mal abgemessen, ich habe ein bisschen rumprobiert, bis ich genau die richtige Mischung hatte, auch mit den Süßstofftabletten. Und ich weiß genau, wenn ich das jetzt hier reingebe und mache die Tasse, ja, so etwas mehr als halb voll. Da passen übrigens auch 0,7 Liter rein. Also ich mache dann so circa 400 Milliliter Wasser rein. Das hat das genau die richtige Konsistenz und den richtigen Geschmack. Und diese Filmdöschen, die gibt es übrigens in jedem Fotoladen. Die meisten fotografieren immer noch mit ganz normalem Film und legen die Filmdöschen auf Seite. Dann kommen manchmal Leute, die am Kindergarten arbeiten, um da irgendwelche Bastelarbeiten mitzumachen oder Farben drin anzumischen für die Kinder und so. Oder manchmal kommt ein Arthur, der es fürs Buschcraften gebrauchen kann. Und ich habe davon noch reichlich zu Hause. Das war eine ganze Einkaufshütte vom Aldi voll. Nicht schlecht. Wo wir bei Containern sind oder Behälter. Ich habe mal was mitgebracht. Das hier ist eine Flasche mit Brennpaste. Ja? Und diese Flasche, da war mal Wodka drin. Jetzt denkt er, ja, der säuft doch bestimmt. Ja, natürlich. Tinte säuf ich. Folgendermaßen, ich habe mal im Internet geguckt nach Behältern, die man fürs Buschkraften benutzen kann, war dann bei eBay, bei Amazon und habe mich dann auf den Arsch gesetzt, weil die sind richtig teuer. Und ich bin dann mal einkaufen gewesen und stehe vor so einer Flasche. Was war denn da drin? Wodka mit Blutorange, glaube ich. 99 Cent. Ich dachte, komm, fürs Buschkraften kannst du auch mal schön einsaufen. Und die ist sehr stabil, man kriegt die also nicht kaputt. Dieser Metalldeckel, der lässt sich durch jeden PET-Flaschendeckel, Kaliskaya war übrigens da drin, das ist eine Hausmarke von der Firma Rewe,
hergestellt für Rewe Markt GmbH. Ist also die Hausmarke von Rewe. Wenn ihr euch fragt, wo man sowas bekommt, ist aus Plastik. Wie gesagt, ich krieg's nicht kaputt. Und der Deckel lässt sich austauschen durch einen handelsüblichen PET-Flaschendeckel. Nur mal so als Tipp nebenbei. Wenn wir schon bei Behältern sind. So, wie man sieht, es fängt schon ein bisschen an zu qualmen, zu dampfen. Ja, ich werde das Video mal stoppen und wenn das Wasser kocht, melde ich mich wieder. So, Wasser will noch nicht so, wie ich das will. Ich weiß zwar nicht, woran das liegt, kann ich mir auch ehrlich gesagt nicht vorstellen, aber ich hätte hier noch was anderes vor. Also, wie ich dann gesagt hatte, das Messer wiegt mit dieser Scheide unglaubliche 500 Gramm. Ja, da hat man schon viel Watt am Gürtel zu tragen, oder? Denke ich mir. Sind wir uns einig? Das ist eine Menge Holz. So, ich habe also meine Schieblehre und auch mein Maßband mitgebracht. Ich messe jetzt mal die Dicke der Klinge. Die liegt bei 4,57 mm oben, da wo die Daumenauflage ist. Und kurz bevor es in die Spitze geht, Messerspitze, 4,54 mm. Das Ding ist ein Brecheisen. Ein echtes Brecheisen. Hier oben, an der, wo die Schneide anfängt, sind wir bei 35 mm. Und da, wo es dann in die Spitze reingeht, nach unten, sind wir bei 6,48 mm. Das ist mehr als manches Mora im Allgemeinen hat. Das heißt, manches. Ich kenne kein Mora, was so dick ist. So. Ausmachen, der ist ja digital. Auch. So. Des Weiteren. Nee, wieso ist das Ding wieder an? Aus. Des Weiteren ist die Klingen oder die Länge vom Messer alles in allem 25,5 cm. Der Griff von vorne bis hinten liegt bei 11,5. Die gesamte Klinge liegt bei 13,5. Und da haben wir ein Problem, denn das Messer ist nicht erlaubt, es draußen mit sich rumzuführen. Das wissen wir alle, Paragraph 42, bla bla. Ja, jetzt gehe ich aber mal so, von da, wo die Schneide eigentlich anfängt, da liegen wir bei 12,5 cm. Ich denke, da lässt sich noch ein Auge zudrücken. Dass ein Gesetzeshüter das auch so sieht, das ist wirklich zu bezweifeln. Die sind um jeden Grad froh, den sie bekommen. Das spreche ich aus Erfahrung. So, gucken wir mal, was er macht. Ja, schon ein paar Bläschen am Boden. Folgendermaßen. Ich nehme jetzt einfach mal ein Stück Holz, ist nicht verrottet. Wie ihr sehen könnt, Fördersticks sind damit wirklich machbar. Das sogenannte
Chopping oder Hacken, wo ich sagen muss, finde ich eigentlich ziemlich dämlich, wenn man das macht, weil dafür kann man sich einen Ball kaufen. Das geht auch. Das geht auch, aber wie gesagt, ich bin da kein Fan von. Ich halte das für eine ziemlich dämliche Art, mit dem Holz umzugehen. Betoning ist natürlich auch möglich. Und dafür hat Dave Canterbury das gemacht. Er nennt das One Tool Option. Also die Option, nur dieses eine Tool bei sich zu haben. Durch den Scandi-Schliff und auch dieses Holz ist nicht verrottet. Beißt sich das so schnell durch das Holz, dass es sich nach ein paar Schlägen spalten lässt. Also so im Prinzip ist das Messer natürlich mit $300 eine Gewalt von Preis. Plus die 60 oder 65 Euro, die ich für Einfuhr, Steuern, Eurosteuer, weiß ich nicht, Arschlochsteuer und was ich noch sonst für Steuern bezahlt habe. Das ist eine ganze Menge Holz. Gut, als ich das gekauft habe, das hat mir nicht wehgetan. Ich habe auch ein bisschen drauf gespart damals. Ich denke, wenn man sich sowas kauft und spart drauf, dann weiß man das besser wertzuschätzen. Und ich habe hiervon, ja, nicht den kleinen Bruder, sondern die kleine Schwester. Das ist das PLSG2. Nochmal so zum Vergleich mitgebracht. Mit einer wunderschönen Lederscheide, auch mit einem Feuerstahl, den man durch den Gummi nicht verlieren kann. Also wirklich bildschöne, doppelt gestochene Lederscheide. Und das ist das Weihnachtsgeschenk für meine Frau oder zukünftige Frau. Wir sind vom Stil her genau gleich. Mal was näher. Natürlich in der Größe etwas anders, falls man das so sehen kann. Ne, der Griff ist kleiner, das Lanyard-Hole ist kleiner. Also für meine Hand passt es ganz gut. Ich schieb das mal auf Seite. Na, macht doch eine ganz gute Arbeit, oder? So, also wie gesagt, das ist das Weihnachtsgeschenk für meine zukünftige Frau. Da es in meine Hand passt, und ich weiß, wir haben etwa gleich große Hände, weiß ich auch, dass es in ihre Hand passt. Ich finde, das ist auch ein bildschönes Messer, hat beides die neuere Prägung von Dave Canterburys Pathfinder School, nämlich diesen Arrowhead oder Pfeilspitze mit Dave Canterburys Konterfeil drauf. Wir haben beide von Blind Horse Knives das Logo drin eingeprägt. Und da komme ich wieder zu einer Sache, was ich ein bisschen schade finde, denn wie ich gehört habe, haben Blind Horse Knives sich getrennt. Ich finde das sehr schade. Die haben wirklich bildschöne Messer gemacht. Und
Wer jetzt noch ein Messer bei Canterbury bestellt, der ist gut beraten, weil das werden dann Unikate sein. Es gibt bald Blindhorse Knives nicht mehr. Also das Messer an sich habe ich jetzt so vorgestellt. Es war nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich habe übrigens, das habe ich jetzt heute nicht mitgebracht, das Pathfinder Scout. Und das ist nochmal eine Nummer größer, auch vom Griff her. Also da hat aber einen anderen Anschliff, wie nennt er sich nochmal? Ich meine, Saber Grind, keine Ahnung. Ich sage ja immer wieder, nach 36 Jahren als Bushcrafter, ich habe keine Ahnung davon. Also vom Bushcraften. Das hat eine Lederscheide und da passt das rein. Und ich mag diese Lederscheide eher. Auch wenn die hier widerstandsfähiger ist gegen Umwelteinflüsse oder gegen das Wetter und so weiter. Irgendwas wollte ich jetzt noch zeigen. Und das habe ich vergessen. Wieso wundert es mich nicht? Wieso wundert es mich nicht? Naja, also. So, wollen wir mal den Kaffee fertig machen. Naja, genau. Ich wollte eigentlich ursprünglich auch zeigen, dass man mit diesem Messer, wenn man sein Essen vorbereiten kann, also Food Preparation, wie man das im Englischen nennt, Food Preparation. Ich muss jetzt mal meinen Kaffee umrühren. Ich hoffe, ihr könnt das gut sehen. Vielleicht. Und das ist ein halber Liter Kaffee. Der wird mich wahrscheinlich den halben Tag jetzt mal wach halten. Ah, oh, sehr lecker. Nicht schlecht. Nicht schlecht, nicht schlecht. Und was wäre, ein Video mit mir im Wald ohne Essen? Und dazu gibt es heute Curryreis mit getrocknetem Gemüse. Und zwar Zwiebeln, Gartenerbsen, Tomaten, Gemüsepaprika, Lauch, getrocknetem Hühnerfleisch. Und dazu gibt es Cabanossi. Die kommen da einfach mit rein. Für also das ist gut für die Kohlenhydrate und das hier ist für Eiweiß oder wie man das sagt, Proteine. So, und dafür habe ich mir dann von zu Hause ein Schneidebrett mitgebracht. Normalerweise mache ich das ja mit einem meiner Opinel-Messer, aber heute mache ich das mit dem Messerchen von Onkel Dave Canterbury. Und ich mache da so keine großen Sachen zicken oder so, dass ich das jetzt besonders reinigen müsste. Ich fahre da mal ein bisschen mit dem Finger drüber. Das reicht für mich, weil Dreck reinigt eigentlich den Magen. So. Mach ich mal hier den Reis hinein. Und wie immer, ich nehme die Verpackung wieder mit nach Hause. Hier bleibt kein Müll im Wald liegen. Schön gut umrühren, natürlich. Ich glaube, ich habe das schon mal in einem anderen
Video erwähnt, wie schön es ist, eigentlich im Winter oder im späten Herbst oder Winter hier hinzukommen. Weil hier geht sonst im Sommer gehen hier Schulklassen durch den Wald und so, und dann hat man die ständig in den Ohren und dann schreien die und oh, große Freude, tralala, keine Ahnung. Das hat man im späten Herbst oder im Winter nicht. Später Herbst meint, wenn alle Blätter von den Bäumen gefallen sind, denn Schulklassen sammeln gerne diese frisch gefallenen Blätter, wenn die so diese goldene Farbe haben. Und das ist sowas von nervig, wenn du überall hingehst im Wald und hast alle 2 Meter eine Schulklasse, einen Kindergarten oder sonst irgendwas. Ne, ich meine, ich war als Kind auch gerne im Wald, aber als Bushcrafter möchte man eigentlich seine Ruhe haben. Da sehe ich das falsch. Würde mich freuen, wenn ihr dazu mal einen Kommentar schreibt. Ja. Ich muss hier mit der Verpackung ein bisschen vorsichtig umgehen, weil die zweite Wurst, oder die zweite Cabanossi, die möchte ich jetzt heute noch nicht zerschneiden, denn die ist morgen für die Arbeit gedacht. So. Und der Kopf, also der Arsch und der Cabanossi, der ist direkt hier pur. Also schneidet ganz gut das Fleisch. Kopf oder Arsch, egal. Und beißt sich ganz gut durchs Fleisch. Nicht schlecht. Wenn ihr das sehen könnt, platter Schnitt. Übrigens, ein Geschenk von einem Rewe-Markt, den ich beliefer. Das war so ein Werbegeschenk. Und da haben die sich gedacht, weil ich so ein lieber Kerl bin, schenken wir dem doch einfach mal ein Brett von der Firma Zunftkölsch. So, also den Cabanossi nehme ich und dann werde ich die vierteln. Längs wie quer, einfach geschnitten. Dave Canterbury sagt in Roach Belly Trade, French Trade Knife, keine Ahnung, so eine Art französisches Küchenmesser, was die früher im 17. Jahrhundert benutzt haben, um mit den Indianern Geschäfte zu machen. Das ist dem auch so, wie er sagt, nachempfunden. Egal was es ist, dieses Messer ist saugeil für alle Arten von Arbeit. Hey, da fliegt mir doch glatt ein Stück Fleisch zwischen die Schenkel. Naja. Das Fett, was in den Cabanossis drin ist, das kann man auch schön verreiben, wenn man das Messer eingefettet. Das ist ja Carbonstahl. Das ist etwas, was ich auch mit meinen Messern immer gemacht habe, wenn ich dann fettige Lebensmittel mitgeschnitten habe. Ich habe die dann anschließend damit eingerieben. Und wenn man sagt so, oh, Schweinefleisch, aber das ist ja Truthahn Cabanossi, ah, das ist doch mit Sicherheit auch salzig und so. Und greift dann das Metall an. Das mag sein, das weiß ich nicht. Aber ich habe noch nie Probleme mit meinen Messern gehabt, wenn ich das gemacht habe. Ja? So. So ein geiles Messer. Jetzt wird das ein bisschen verrührt.
hol ich mal die Kamera näher, damit ihr das sehen könnt. Na, das ist doch ein schöner Anblick. Und mein Kaffee. Wie man sieht, das ist ja so vorbereiteter Reis, der braucht nicht lange, bis der aufgeht oder fertig ist. Und ich mache da mal so einen Rundumschwenk. Wirklich bildschön hier, also Sommer wie Winter. Ich fühle mich hier wohl wie in Abrahams Schoß und auch es ist immer wie Urlaub hier hinzukommen. So. Ich will jetzt erstmal einen Schluck Kaffee gönnen. Wohl bekommst. Oh. Nachmittag. Kaffeezeit. Aber ich habe heute noch nichts gegessen. Doch, Moment, ich habe irgendwas. Ja, um 7 habe ich mir ein Brötchen mal gegönnt, ja. Weil irgendwas muss man essen. Kaffee. Hatte ich ausgiebig, aber irgendwie war ich trotzdem müde den ganzen Tag. Ich habe heute Nacht nicht sonderlich gut geschlafen. Oh. Mann, Mann, Mann. Ich will mal ein bisschen mein Reisgericht umrühren. Mal gucken, was der Reis so macht. Ob der gut ist oder nicht. Ich denke weniger. Hm. Fast fertig. Ich habe mich ein bisschen mit der Wassermischung vertan. War wahrscheinlich 100 Milliliter zu viel. Ich mache jetzt einen Deckel drauf. Lass ein bisschen köcheln. Und guck mir mal das Messer hier an. Also, als ich damals das Messer bestellt habe, war ich noch nicht mit meiner Frau zusammen oder zukünftigen Frau zusammen. Und ich hatte dann mal bei Facebook, man findet mich da mit meinem Namen Arthur Brehm, Trostorf, hatte ich mal ein Foto davon gepostet. Also nicht direkt davon, sondern von der Produktseite. Und meine Frau, zukünftige Frau, sagte so, oder schrieb drunter, wie schön, mein neues Messer. Ja, und da wusste ich, was die Zeit geschlagen hat. Weihnachten. Das ist jetzt ihres. Demnächst. Bis dahin würde ich noch ein bisschen einweihen. Genau. Bildschöne Lederscheide. Ich habe mal getestet, ob das PLSK One hier reinpasst. Das tut es in der Tat. Guckt ein bisschen oben raus. Ist auch nicht so sonderlich schlimm, weil das Messer ist, ja, sag mal, so ab dem Griff griffmäßig ausbalanciert. Also man könnte das PLSK 1 in die Scheide vom PLSK 2 reinstecken, ohne Probleme. Aber Moment. Raus. Und ich weiß nicht, ob das rausfällt, wenn man im Wald rennt, aber ich renne im Wald nicht. Ja, bin ich da mal ganz ehrlich drin.
davon mache ich jetzt ein Foto, da seid ihr live dabei. Das mache ich für Facebook, für die Gruppe Bushcraft Beyond Survival. Das würde ich danach auch posten, wenn ich den hier empfangen habe. Hey, ich habe zwei Balken empfangen, hier im Wald. Ich hatte mit meinem iPhone 4S gar keinen Empfang. Ich weiß nicht, woher das kam. So, Kamera drehen. Ich mache mal den Deckel ein bisschen auf Seite. Ein bisschen rüber. So. Ja. Was sonst nichts zu tun hat, ne? Ja. Schönes Foto geworden. Mal gucken, ob ihr das sehen könnt. Das werde ich jetzt posten bei Facebook. Ach, ist das pervers. Filmen, fotografieren und beim Fotografieren filmen und posten. Verrückte Welt. Langsam was. Lass das noch ein bisschen ziehen. Telefon auf Seite. So. Das sieht nicht schlecht aus. Das ist echt reich. Das sind eigentlich zwei Mahlzeiten. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Kann ich mir nicht vorstellen. Nehme ich mal halt wieder mit nach Hause und mache mir das zum Abendessen nochmal. Ich hole mal die Kamera ran. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Tja, und so lässt sich's aushalten, oder? Jetzt gibt's Essen. Ja. Und jetzt bin ich gespannt. Ich halte das mal für die Kamera. Also, das sieht doch lecker aus, oder?
Mal gucken. So. Hm. Curryreis. Also ist nicht so, wie man das denkt, so dass ein Inder das gemacht hätte und das ist mit zu viel Curry gemacht. Nein, ist es nicht. Ist sehr angenehm. Und das ist etwas, wo ich mich meistens drüber ärgere. Ich habe mein Multitool zu Hause vergessen. Ergo, muss ich improvisieren. Mit der Deckel drauf. Damit es nicht der brennt. Aber so wie ich das gesehen habe, da ist nicht so viel von der Brennpaste verbrannt worden. Diese Brennpaste habe ich gekauft in Mülheim-Kärlich im Bauhaus. In der nicht Campingabteilung, da war so eine Weihnachtsabteilung, da bekommt man auch Spiritus und so alles, was so fürs fürs Grillvergnügen benutzt wird. Und da war diese Sicherheitsbrennpaste, so heißt die, für 1,99 €. Und so wie die jetzt gebrannt hat, gehe ich mal ganz stark davon aus, dass die für mindestens 5-6 Mahlzeiten reicht. Und da wir Bushcrafter wissen, dass wir im Wald eigentlich so kein Feuer machen dürfen, ist das hier eine Alternative, die sich ganz schnell verstecken lässt. Obwohl, wie gesagt, ich hatte in älteren Videos mal erzählt, dass ich beim Feuermachen erwischt worden bin mit der Bushbox, mit der Firebox von Forstarbeitern, auch vom obersten Förster. Und der hat sofort an der Bushbox erkannt, dass ich ein Bushcrafter bin. Er hat auch gesagt, sie sind Bushcrafter. Und wusste, dass ich nicht irgendein Spinner bin, der hier rechtfertigt den Wald in Brand setzt. So, ich lasse es mir schmecken. Danke fürs Zuschauen. Bewertung, Kommentare, neue Subscriber werden gerne gesehen. Tschüss, bis demnächst. Und im Wald, ich finde, in der freien Natur schmeckt das Essen 10-mal besser. Ich kann gar nicht so laut stöhnen, wie ich essen möchte. Hab wieder ganz vergessen. Diese Cabanossi, ich glaube, ich habe das mal in einem anderen Video erwähnt. Die kostet 1,79 €, also beide. Reicht für 2 Mahlzeiten. Diese Tüte Curryreis kostet 79 Cent. Zusammen sind wir dabei, ja, runden wir auf, 1,80 €. 80, sind wir bei 2,60 €. Durch 2 Mahlzeiten sind wir bei 1,30 € für eine Mahlzeit. Und
günstiger kann man nicht essen. Auch ein Teil meines Discount-Buschbach-Gedanken. Der mich übrigens seit Dave Canterburys Discount Bushcraft Kit verfolgt. Dadurch bin ich darauf gekommen. Ich fand das so geil. So, jetzt lasse ich es mir schmecken und halt die Schnauze. Tschüss. Hey, ihr seid ja noch immer da. Habt ihr keinen eigenen Wald? Kein eigenes Essen? So geht's nicht. Raus in die Natur, nicht nur vom Computer sitzen. Tschüss.